Und wir protestieren vor der amerikanischen Botschaft, vor der russischen Botschaft, ab Bundestag gegen die Komplizen bei der Offensive auf Afrin, bei dem völkermörderischen Angriff auf Afrin. Zur Stunde bombardieren Kriegsflugzeuge der türkischen Luftwaffe mit Unterstützung von dschihadistischen Milizen, die die Türkei bei Al-Qaida und beim IS zusammengekratzt hat. Greifen diese Milizen Afrin an, greifen sie die Zivilbevölkerung an, zerstören sie Dörfer, sie wollen die Region entvölkern und die Welt schaut bei diesem Angriff zu. Dieser Angriff ist nur möglich, weil die USA wegschauen und Russland der Türkei den Luftraum geöffnet hat. Damit machen sich diese Länder zu Komplizen. Aber auch die Bundesregierung, aber auch Deutschland ist mit Schuld. Allein in den letzten Monaten wurden 31 Waffendeals mit der Türkei abgeschlossen. Deutsche Leopardpanzer von Rheinmetall und anderen Kriegsverdienern, Kriegsgewinnern greifen Afrin an. Die Artillerie zerstört die Dörfer. Und wir sind hier, um zu protestieren. Wir akzeptieren das nicht. Deutsche Panzer aus Afrin! Wir ziehen hier von der amerikanischen Botschaft zur russischen Botschaft, vorbei am Deutschen Bundestag. Alle drei Staaten, ob Deutschland, Amerika und Russland, haben ihren Beitrag dafür geleistet, Afrin anzugreifen, sind mitverantwortlich für die Massaker, die wir gerade in Afrin erleben müssen. Über 230 Männer, Frauen und Kinder, Zivilpersonen wurden von türkischen Flugzeugen und Al-Qaida und IS-Milizen, die mit der Türkei zusammenarbeiten, in Afrin ermordet. Sie schießen mit Panzern aus deutscher Produktion. Sie bombardieren mit Flugzeugen, die den Luftraum freigegeben bekommen haben durch die russische Regierung. Und die USA, offiziell Partner der Kessede, der Verteidigungskräfte, die USA schweigen zu dem All. Sie billigen den Angriff. Sie sprechen von gerechtfertigten Sicherheitsinteresse der Türkei. Das akzeptieren wir nicht! Schluss mit dem Massaker in Afrin! Schluss mit dem Massaker in Afrin! Schluss mit dem Massaker!